Now I would like to invite on the stage Miss Nisakete Bislimi Hosho. Lachodive und hallo. Mein Name ist Nisakete Bislimi Hosho. Ich bin Rechtsanwältin und Vorsitzende des Bundesroma-Verbandes aus Essen. Es ist total berührend, euch hier alle zu sehen. Eigentlich sollten wir heute diesen feierlichen Kongress im Roten Rathaus, dem Gesicht Berlins, eröffnen. Seit mehr als einem halben Jahr stand alles fest und alles war durchgeplant. Dann aber wechselte die Regierung und wir erhielten die Mitteilung, dass wir dort nicht sein können. Zum Glück haben wir aber diesen Ort gefunden. Unsere Geschichte ist auch eine lange Widerstandsgeschichte. Dazu werden wir im Anschluss gerade dann hören. Es ist ganz besonders, nicht nur für mich, für uns alle, diesen Tag gemeinsam mit Gratan zu begehen. Vor beinahe 80 Jahren fand ein Kampf gegen Vernichtung im Lager statt. Wir erinnern an den 16. Mai 1944. Die Situation von damals ist mit der heutigen nicht zu vergleichen. Doch heute noch sind Roma von Diskriminierung und von Vorurteilen betroffen. Wir sind die vergessenen Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung und von vielen Kriegen. Wir sind die Kinder und Enkel der Opfer. Wir sind aber auch Kinder und Enkel der Kämpfenden. Bis heute aber fehlt der Wille, sowohl bei den heute Verantwortlichen in der Politik als auch in der Dominanzgesellschaft, das anzuerkennen. Ein Ende der Schmerzen, Ende der Erinnerungen gibt es nicht. Es war wichtig und es ist immer noch wichtig, daran zu erinnern. World Roma Congress, zur Erinnerung, zur Begegnung, zur Stärkung der Verbindungen. Letztes Jahr kamen Roma-Organisationen aus mehreren Ländern in Brüssel zusammen, um eine andere Politik, Roma-Politik, zu fordern und zu schaffen. Dieser Kongress, der World Roma Congress 2023, ist ein Versuch, das von der Basis zu schaffen, Forderungen und Pläne zu entwickeln. Wir brauchen Ernst, wir brauchen Mut, dass wir uns gegenseitig unterstützen, über Jahre hinweg. Denn wir können hier über Probleme sprechen, die auf vielen Kongressen keinen Platz haben. In zu vielen südosteuropäischen Ländern leben Roma in Provisorien. Projekte ändern daran wenig. Die Situation verschlimmert sich von Dekade zu Dekade. Wir sprechen tagtäglich über diese Schwierigkeiten. Und die sind essentiell, für viele aber auch existenziell. Die Diskriminierung in vielen Teilen des Lebens ist international eine Herausforderung. Sich gegen Diskriminierung zu wehren, ist aber ein Anlass, zusammenzukommen. Gleichzeitig ist das die besondere Schwierigkeit. In Westeuropa ist das der täglich drohende Kampf gegen die Abschiebungen, was ein massives Problem darstellt. In Südosteuropa sind es Vertreibungen und Räumungen. Es scheint, als stünde die Zeit still. Als wäre die Geschichte nicht bereits so lang und als wäre es nicht möglich, aus der Geschichte zu lernen.
sowohl von den Ausgrenzungserfahrungen, aber auch aus den Widerstandskämpfen. Aber jetzt, heute, gestern und morgen sind wir alle hier. Heute kommen wir aus vielen Teilen der Welt hier zusammen, um unsere Kämpfe einer Bestandsaufnahme zu unterziehen, um gemeinsam Schlüsse zu ziehen und zusammen unsere Zukunft zu gestalten. Wir wollen keine Kriege, keinen Rassismus und keine Vertreibung, ein Ende der Gewalt, der fortgesetzten Entrechtung von Rechtlosen müssen sich alle entgegenstellen. Roma und Nicht-Roma, alle Menschen. Und zwar ganz entschlossen. Der sozialen Ausgrenzung kann nur praktisch begegnet werden. Dazu gehört die Akzeptanz, Anerkennung und Förderung von Diversität in den Gesellschaften. Dazu gehört die Bereitschaft, andere zu verstehen, aber auch verstanden zu werden. Respekt, zusammenhalten und füreinander einstehen. Bleiberechte, die Freiheit, ein friedliches Land suchen zu können, dort zu leben und so sich selbst das Leben zu gestalten. Danke an all diejenigen, die das hier heute möglich gemacht haben, die sich hier beteiligt haben und die das ganze Jahr im Widerstand sind. Ich danke aber ganz besonders der Kosovo Roma Rights Coalition, dem Roma Center, Romani Pen, Order del Phoenix und den vielen freiwilligen Helferinnen aus Hamburg, Göttingen, Berlin, Bremen, NRW für die Vorbereitung dieses Kongresses. Vielen Dank.